Und wir sind zurück. Willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Pikachu Heart Gold. Was? Willkommen zu Pokémon Heart Gold. Und wir kämpfen gegen... Warum habe ich eigentlich Flausch wieder ganz vorne? Ach, verdammt. Ja, wegen der Heilung noch. Verdammt. Ah. Okay, ein Pokémon von Lukas. Krüppuk! Excuse me. Stirb. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was der Typ von Krüppuk ist. Verfolgung. Was machst du? Du bist stark, wenn ich ausgewechselt hätte, glaube ich. Okay, aber kein Problem. Nieder mit Krüppuk. Ey, da hatte ich noch kurz ein bisschen... Hui, weil Krüppuk sieht man nicht allzu oft. Ich glaube, Cynthia hatte ein Krüppuk. Im Rematch. Oder auch im normalen Match schon. Ich weiß es nicht mehr. Es ist wohl nur noch mein Haar, das Licht ist. Ja. Es ist Zeit! Flausch entwickelt sich! Los, Flausch, endlich wirst du erwachsen. Yeah. Hallo, Vati. Dein Flausch wird zu einem Vati. Hallo, Vati. Oder Flausch. Endlich. Entwicklung. Das ist doch ein guter Anfang für den Part. Aber wir wechseln nicht. Nein, warte, Flausch. Ich muss kurz mit dir reden. Wie geht's dir? Flausch rutscht aus und schlittert in dich hinein. Aua. Du musst mit deiner neuen Form mal klarkommen. Wir tun Lampe wieder nach vorne. Deine Lampe hat Potenzial. Hey, du. Oben links. Ist das etwa Stefan? Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Ist das jetzt hier so eine Religionssache? Ich meine, jedem das seine, ja. Ingolf. Absol. Level 7. Die werden hier langsam ganz schön high level. Donnerwelle als erstes. Haha, keine Offenlegung für dich. So. Schon mal ein guter Anfang, denke ich. Paralysiert. Und Superschall. Yes, hat getroffen. Okay. Wir haben also, ich denke mal, wie hoch geht das? Ich glaube, Paralyse macht 40%, dass man nicht angreift. Und Verwirrung weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben eine sehr gute Chance, dass es einfach niemals richtig zum Angriff kommt. Wie stark ist der Blubber jetzt? Alter, oh, es hat sich schon halb selbst umgebracht. Und der Blubber ist... Ist er stark? Der Selbstschaden ist höher. Komm schon, verletz dich selbst. Yes, oh nein, das arme Vieh. Das ist der traurigste Kampf, den ich jemals gesehen habe. Das sind Aufbewahrungspunkte. Level 8. Nice. Neuer Angriff. Nee. Da ist noch was. Dodu. Oh, jetzt hätte ich mal gerne Elektroangriff. Ruckzuckieb. Nein, nicht Ruckzuckieb. So. Du wirst gedonnerwelt und natürlich auch verwirrt. Und dann wird Flausch den Rest geben. Superschall. Nein, okay, dann nicht. In dem Fall wechseln wir jetzt einfach. Sonst zieht sich das hier ewig in die Länge. Los, Flausch. Okay, Flausch. Es ist Zeit für Donnerschock. Nein, ich Ruckzuckieb. Jetzt muss ich zwei Tränke einsetzen eigentlich. Ich meine, ich habe genug, aber ich kann jetzt nicht ohne gute Verteidigung in den Kampf mit... Also ich meine, es ist doch klar, es ist ein Stampf gegen Kessam folgen wird, ein Kampf gegen Stefan folgen wird. So, aber gut, wir können uns eh ein paar neue Tränke kaufen nachher. Okay. Ja, ich werde da nicht geschwächt rangehen. Den Fehler werde ich nicht begehen. Gönn dir? Das ist ein schönes Quality of Life Feature in den neuen Pokémon-Spielen. Da bleibt man einfach hier in dem Menü drin und kann gleich so viel heilen, wie man möchte. So. Bist du bereit? Lampe. Lampe beschnüffelt den Boden auch. Gut. Oh ja, ich bin alt. Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen, wie vereinbart, weil ich dir nun diese Terme bereichen. Aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Erst erzählt er mir große Sache, weißt du von allen, und dann macht er sofort schlapp. Aber das war von mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt.
Man soll seine Pokémon gut behandeln. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich einen feuchten Kehricht. Stefan verwendet Fluchtseil. Oh, okay, wir kämpfen doch nicht gegen Stefan. Sieht aus, als würden wir gegen den alten Weisen kämpfen würden, aber erstmal holen wir uns hier Fluchtseil. Sehr praktisch. Heyo, alter Mann. Oh, du hast dich wacker geschlagen. Hier im Kunofensertum arbeiten sich Pokémon und Mensch eine strahlende gemeinsame Zukunft oder strahlend und suchen im Training Bestätigung. Ich werde in der letzten Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Das ist der Arena-Leiter quasi. Nur von diesem Turm. Ah, weiß es der Marek. Schlurp. Welches Level sind dein Pokémon? Ah ja, der hat doch drei Level 7 Pokémon bestimmt. Okay. Donnerwelle! Nice. So. Aber ich glaube, der kann das auch mit Schlecker, deswegen. Ja, natürlich. Verdammt. Superschall. Na, Tempo. Was? Ich wusste nicht, dass das geht. In dem Fall Blubber. Ist das jetzt mal ein bisschen stark wenigstens? Immerhin. Na, das ist eigentlich überhaupt nichts. Ah, dann werde ich wohl jetzt wechseln. Zu. Flausch! Yeah! Weh, du paralysierst mich auch. Okay. Donnerschock! Bam! In die Zunge. Das ist direkt schön die ganze Zunge elektrisiert. Nein! Das war meine Idee! Ich glaube, ich wechsle zurück zu Lampe. Weil Lampe hat noch genug Angriff, um dieses Schurp jetzt zu töten. Und dann ist die Verwirrung weg. So. Yeah. Wenn ich jetzt angreifen kann, dann... Nein! Oh, hör auf, Mann. Okay, jetzt macht uns Loop nur 3 Schaden. So. Und das war's mit dir. Das heißt aber, jetzt kriegt Lampe einen Haufen Erfahrung. Aber ich glaube, der ist auch so bekommen, oder was auch immer. Komm schon, Level up! Yeah, Level 9, Lampe! Dreschpflege, ich... War irgendwas Besonderes dran? Hm. Was? Wer? Ich hab nicht gelesen. Glumanda. Oh. Donnerwelle. Nein, nicht Rauchwolke. Ich kann nicht mit noch weniger Genauigkeit leben. Immerhin. Da wurde er gedonnert. Yeah. So, der ist gedonnert. Das heißt, Blubber. Ja, yeah, kein Angriff für dich. Und auch kein Angriff für mich. Das war ja eine epische Runde. Das war ja eine epische Runde. Nein, nicht Kratzer. Wie stark ist Kratzer? Wenn es kein Volltreffer wird, ich will nur mal angreifen. Komm schon. Wir wissen, wie stark Lampe inzwischen ist. Gegen ein Level höheres, aber typenschwächeres Pokémon. Passt. So, aber ich würde nicht weiter Lampe riskieren. Und auch niemand anderen. Das ist einfach zu stark. So. Ah, die werden langsam echt hoch gelevelt. Und meine anderen Pokémon sind nicht unbedingt die stärksten. Nein, nicht Luna! Als ob ich jetzt brenne. Nein, ah! Donnerschock! Blitz, ja, yeah, in die Augen von Glumanda. Okay, ein Pokémon kommt noch. So, nice. Nein, ich, ah, verbrennen, wenn jetzt was Starkes gegen Elektro kommt, ne? Oh, Kanivana. Du wirst gedonnerschockt. Und bist dann vermutlich tot. Das sieht man auch Sinn. Ich hatte das mal als Pokémon-Karte. Und damit haben wir diesen epischen Kampf überstanden. Und noch Level 16. Nice. So, jetzt haben wir schon mal eine sehr starke Offensive mit Flausch. 1200, das ist geil, das ist geil. Hm, dein Kampfschule ist wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht immer vom Meister Falk zu verstecken. Und jetzt weißt du, oh, ich habe meine Schürzung, meine Stimme. Oh. Jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz, sie gehört dir. Ja, TM 70. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest die TM zum Beispiel am Knuffenser beibringen. Könnte ich. Aber als erstes setze ich meinen Flucht... Nein. In so einer Situation muss ich meinen Fluchtseil behalten. Und sicher damit umgehen. Was, wenn ich mal in einer fetten Höhle bin und lieber fliehen möchte? Ich gehe hier runter. So viel Anstand habe ich noch. Aber ich möchte mal kurz was schauen, was die TM Blitz angeht. Ja, das ist nämlich keine... Den verwenden wir erstmal nicht. Der macht nämlich keinen Schaden. Ich dachte, vielleicht ist endlich mal ein Elektroangriff für Lampi. Da ist wieder Wadibri. Hallo, Wadibri.
Los, Lampe! Immerhin gibt es hier nicht nur noch Knofensas, das wäre nicht so toll. So. Aber der Turm ist ja nicht allzu groß, das sollte bald geschafft sein. Und ich glaube, auf der Ebene hier trifft man eh auf keine wilden Pokémon. Und auf der obersten auch nicht. Kann es sein, dass es wilde Pokémon nur auf der mittleren Ebene gibt? Ah, nicht wieder die Treppe runter. Nein, aua, aua. So. Und dann gehen wir zum Pokémon Center und dann geht's auch in die Arena. Ich frage mich wirklich, was das Levelniveau dort ist. Ich glaube, im Original hat Falkner schon einen Tauboga. Was heißt, er hat ein ziemlich High-Level-Pokémon. Also mindestens, wann entwickelt sich das? In 15? Das wäre auf jeden Fall ziemlich übel. So gut gelevelt bin ich halt leider nicht. Eieiei. So. Aber wir schauen mal in die Arena rein. Bam, 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 bam. So, Topfit, sehr schön. Komm mal wieder. Auf zur Arena! Wir holen uns einen ersten Orden. Ich bin bereit. Weep. So, was hast du jetzt zu sagen, ha? Huh? Hey du, zukünftiger Champ, wenn du nur fest daran glaubst, für den... Was? Wer nur fest daran glaubt, für den muss die Meister das kein Traum mehr sein. Ich will dir mal was erzählen, hör zu. Pokémon vom Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Typ Flug. Also vorsichtig. Danke, aber ich glaube, das wird hier kein... Oh! Was ist das denn für eine epische Plattform? Aus irgendeinem Grund kann man hier alle überspringen, aber ich hätte gerne... einen Kampf mit dir, Vogelfänger, wer auch immer du bist. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben festigt unser Band zu unserem Vogel-Pokémon. Wollen wir doch mal sehen, ob du feig gewachsen bist. Hä? Vogel-Pokémon? Du hast kein Vogel-Pokémon. Vogelfänger Leo hat Bummels. Ah, mein Lieblingsvogel-Pokémon. Los, Lampenpark, Level 9. Und das sind nur die Vorträne. Donnerwelle! Ich hätte vorher lesen sollen, was Dreschflegel noch macht. Irgendwie kann man das noch nachgucken, aber ich vergesse es immer. Nein! Ich muss es auswechseln, bevor es einschläft. Das wäre nämlich doof. Hartebau hat immer noch keinen Angriff. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ja, dann den können wir vergessen. Okay, Flausch. Ich muss echt mal irgendwann die anderen trainieren. Und gegen wilde Pokémon dauert das halt ewig. So. Donnerschock! Das sollte dir zumindest einen Haufen Schaden machen. Okay. So, wen haben wir jetzt? Es ist... Oh, okay. Das kann nicht wahr sein! So. Und hier haben wir den unglaublich starken, legendären... Rums! Oh, ich muss wohl plötzlich angerempelt sein an dir. Du bist nicht umgefallen, Respekt. Wir trainieren Tag und Nacht und die stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Zeig nochmal, was du so drauf hast. Oh, ich habe einiges drauf. Was hast du denn drauf, Vogelfänger? Klaus! Mantax? Oh je, da muss ich dich enttäuschen. Das wird nämlich vernichtet werden. Leider nicht von dir, weil du bist wieder zu nichts gut. Los, Flausch! Ein Donnerschock und dann war... Ich meine, dann war es das. Ist Flausch... ist... Nicht Flausch. Ist Mantax unter Umständen ein fliegendes Pokémon? Eine Doppelschwäche, natürlich richtig episch. Aber ich glaube nicht, dass Mantax als Flug gilt. Aber es breitet seine Flügel so aus. Alter, 126. Das ist ja nice. Klingplim. Klingplim? Oh, richtig. Das ist die Vorentwicklung zu Palimpalim. Ich vergesse immer, dass sie existiert. Donnerschock! Wir werden nochmal ins Pokémon Center gehen, weil es einfach nicht schaden kann, so stark wie möglich zu sein. Puh! Und dann geht's los. Dann kommt Falkner. Oder Falk, einfach nur. Falk. Ich glaube, der Arenaleiter aus... der Elektro-Arenaleiter aus Pokémon... Diamant per Platin heißt Falkner. Aber der hier heißt nicht Falkner. Der hier heißt Falk. Wir haben es gleich geschafft. Der erste Orden. Hier sind die Pokémon. Und dann werde ich Falk in den Arsch treten. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist. Ich meine... mit Lampe zu führen. Zumindest, ich meine, Lampe braucht die Erfahrung. Und es kann am Anfang paralysieren. Und Superschall. Ich denke, das machen wir. Wir versuchen, den zu paralysieren und verwirren. Außer natürlich ist ein typ starkes Pokémon dann nichts wie raus, da. Haben leider, leider. Es darf nichts sein, was gut gegen Wasser und Elektro ist. Weil dann ist es halt vorbei. Ey,
Entschuldigung, ich bin ein bisschen behindert. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Die, viele Leute sagen, mit Elektroattacken könnte man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich doch nicht stehen lassen, wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten. Weißt du, was wahre Größe ist? Oh, es ist Falk. Kramchef ist tatsächlich ein Flug-Pokémon. Und ist nur Level 9. Das heißt. Donnerwelle! So. Oh Gott! Das ist aber stark. So, wir wechseln zu Flausch. Was? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, so ein Arschloch! Alter, das war ein Fehler. Dein zweites Pokémon wird auch so elendig sterben. Ich hoffe, es ist auch ein Flug-Pokémon. Junge, nicht Lampe! Wir haben Lampe erst letzten Part bekommen. 360, es wäre so schön gelevelt. Lampe. Verdammt. Schilterus. Oh Gott, verdammt. Oh Gott, verdammt. Oh Gott, verdammt. Wie viel Schaden macht das Tackle? Oh. Das war ein Volltreffer. Ich glaube nämlich, Schilderus müsste Boden sein. Und Boden ist absolut nicht optimal für uns. Der Donnerschock ist stärker und das verhöhnt uns nur. Okay. Okay, wir sollten es durchschaffen. Aber Alter, ich hatte kurz Angst, dass hier irgendwas jetzt komplett schief geht. Aber wir haben einen Freund verloren. Noch bin ich nicht abgestürzt. Oh doch, guck mal. Verdammt. Verdammt. Nicht Lampe. Lampe war echt cool. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Grünen Haufen Cash. Verdammt. Oh, verflixt. Das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Oh ja, vor allem Schilderus. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm diesen offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Er beschenkt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit vielleicht dir den Flügelorden. Yeah. Nice. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehören dir alle Pokémon unter einem Level bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du nun Zertrümmerer einsetzen. Und hier ist noch eine TM von mir. TM 51. Welche ist es denn? Welche ist es denn? Die M hält übrigens einen Attack namens Ruhrort. Mit ihr kann der Pokémon bis zur Hälfte. Das ist sinnvoll. Setz diese Attacke weise ein und sie wird zum Sieg werden. Als nächstes nimmst du dir am besten Azalea City vor. Danke für den Tipp. Ich guck gleich mal auf meine Karte. So, Karte. Wir haben schon ganze drei Orte besucht. Und wir wollen nach hier unten, nach Azalea City. Ja, und aber jetzt gibt es in jeder Stadt eine Arena. Wir erwarten jetzt hier. Und die Alfrühen, da können wir noch Pokémon fangen. Also immer werden wir unser Team wieder auffüllen. Hoppla, das wollte ich nicht. Danach, nach Dukatia City, die riesige Stadt. Der Glockenturm. Teak City, nice. Oh Gott, was war das denn? Oliviana City. Route 41. hier gibt es einen Haufen Pokémon, die wir noch bekommen können. Anemonia City. Und hier neue Sachen noch, die Safari-Zone, aber die brauchen wir erstmal nicht. Und da ist die Pokémon. Nee, das ist der Silberberg, da ist gar nicht die Pokémon-Liga. Okay. Na gut. Dann erstmal ins Pokémon. Nein, wir müssen unseren Orden noch begutachten. Yeah. Yeah, berühren, um zu wenden. Also, wir haben 277 Punkte, was auch immer diese Punkte sind. Pokédex 5. Warum 5? Wir haben noch 6 Pokémon. Oh, weil wir den nationalen Pokédex noch nicht haben. Naja. Hup.
Ruhm ist halt nichts und hier ist überall nichts. Was? Unterzeichnen? Ja, klar, unterzeichne ich mal den Trainerpass mit. Easy. Perfekt. So. Und unser Orden war auch wunderschön. Und wir gehen hier über diese schönen Wolkenplattformen. Wofür auch immer die da sind. Warum sollte man die denn nicht bekämpfen wollen? Naja. Ey, was sollst du sagen? Ich hab's geschafft. Netter Kampf. Mach immer so weiter und Dusty wird bald ein echter Champ. Ah. Was steht hier? Leiter Falk, anerkannte Trainer Philipp. Ja, haha, nur ich allein werde der Meister sein. So. Professor Lind. Hallo Philipp, ich habe eine Entdeckung gemacht. Genau, was kann ich dir nicht sagen. Ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und holst du dort ab. Ja, okay. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ja, ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Liken, abonnieren, kommentieren. Ich meine, wir haben gerade eine Arena besiegt, okay? Wir haben ein treues Teammitglied verloren. Ah, Moment, stopp mal. Stopp, abbrechen. Wir müssen Lampe noch auf seinen Friedhof legen. Jemand das PC, so, Pokémon-Lagerungssystem geöffnet und wir wollen ein Pokémon ablegen. Nämlich Lampe. Du kommst in Box, Box 1 wird für überfangen, den Pokémon. Du kommst in Box 2. Box 2 ist unsere Friedhofsbox. Nein, die Box nicht weiter bearbeiten. Tschüssi. Wie traurig. Wir haben Lampe für immer verloren. Ich lasse die Pokémon am Ende des Let's Plays frei. Aber noch nicht jetzt. Wir wollen uns am Ende einen schönen Überblick drüber machen, wen wir alles verloren haben. Wie auch immer das schön ist, ja. Aber was auch immer. Ja, danke fürs Zusehen. Like und unbedingt kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.